Das war ja direkt hier. Oh, ich bin genau reingesprungen. Ist auch super smart von mir. Zack. So. Ein bisschen Cash abholen. Sehr gut, danke. Wir haben noch nicht genug Kugeln für das nächste Upgrade. Da unten kommen wir nicht ran. Müssen wir aber auch nicht. Hier war noch gratis Erz. Und hier ist überhaupt nichts mehr, okay. Gut, dann sind wir eigentlich ganz gut weit durch. Denkst du, dass du mich ein zweites Mal besiegen kannst? Ich glaube das nicht. Cool. Erze. Oder oben sind noch Kugeln, die wir haben. Aber komme ich da aus der Entfernung aus ran? Mit meiner Power Fist of Death. Jo, komm ich. Ohne Probleme. Sehr gut. So. Gucken wir mal, was hier noch so geht. Hier ist auf jeden Fall TNT am Start. Und da oben ist noch Erz am Start. Haben will. Ja, komm. So, und da ist noch mehr Erz. Ah, ist das geil. So viele Erze. Das gefällt mir gut. Ganz viele Erze zu haben. Ist immer was Gutes. So, hier ist nichts weiter. Hier oben kommen wir her. Hier war auch nichts weiter. Hier können wir uns nochmal runtergraben. Bohren zwar auch, aber machen wir nicht. Könnte ich nach oben, aber will ich nicht. Hier kommen wir nicht mehr hoch. Okay. Hier ist noch TNT im Weg. Beziehungsweise. Es geht. So krass im Weg ist es gar nicht. Das Höhle 3. Und noch mehr von diesen schönen Kugeln. Yes. Mehr Kugeln gecatcht. Als überhaupt möglich. Kann man hier weiter? Ne, hier ist Stein, den ich wirklich nicht zerstören kann. Aber ich kann hier hoch. Ich muss wieder hoch zum Teleporter. Wenn Taschen voll sind und ich Leben brauche. Zudem habe ich ein paar Punkte, die ich ausgeben möchte. 10 Punkte, um genau zu sein. Zack. 400. Yay, schon wieder. Tumbleton wächst. Dandy. Okay. Cool. Können wir gleich mal gucken, was der so für uns hat. Tschum. Hallo, Mr. Dandy. Willkommen, mein Bester. Bestimmt hast du schrecklich gedarbt, ohne jede anständige Einkaufsmöglichkeit. Keine Sorge, mein Lieber. Unübertreffliche Waren und Dienste gewünscht, dann ist Dandy Alexander der Mann der Wahl. Es wurde Zeit, dass jemand dieser Stadt etwas Klasse verleiht. Meinst du nicht auch? Okay, krasse Sachen hat er auf jeden Fall hier. Platinlaterne. Gib mir mehr Licht, aber erstmal will ich das Zeug von diesem anderen Typen haben. Was nehme ich denn? Ich nehme die flinke Picke. Obwohl die Platinpicke auch geil wäre. Aber ich nehme die flinke Picke. Yes. Kann ich mir noch irgendwas leisten? Nö. Bei dem anderen kann ich mir bestimmt auch nichts leisten. Bei dem Dandy.
Nö, es fängt alles ab 500 an. Okay, dann hole ich mir wenigstens noch mal ein bisschen Leben und trinke meinen Schluck. Okay. Dann gehen wir wieder nach unten. Und gucken uns mal an, wie flink die Picke jetzt geworden ist. Naja. Oh, da ist noch. Schnell weg! Weißt du, was ich haben wollte? War da jetzt noch. Und da ist auch direkt die Höhle, in die ich jetzt auch direkt reingehe. Okay, wie schaut's aus? Hier ist auf jeden Fall. Hier ist zu. Trifft er mich? Könnte mich auf jeden Fall treffen, ja. Huch. Hey, auf zu werfen. Schwein! Okay, was ist hier? Was ist hier Phase? Ah, okay. Da kommt man erst später lang. Nein! Ah, fuck. Okay, und wenn ich die hier sprenge. Ah, da unten ist noch Erz. Das möchte ich doch haben. Also viel schneller ist die Picke jetzt nicht geworden. Ich hätte die lieber stärker machen sollen, finde ich. Naja, geil. Rotgold, okay. Nett. Ja, hoch. Ja. Das ist die Picke des Zorns. Okay, hier ist absolut nichts. Hier drüben auch nicht. Wahrscheinlich verkacke ich es gerade voll mit den Geheimnissen, aber egal. Ah, da oben ist was. Aber ich kann im Springen leider nichts abbauen. Tut mir leid. Und hier oben. Ich kann im Springen auch keinen Dampfsprung machen. Also von daher ist es relativ sinnlos, überhaupt irgendwas zu reißen. Autsch. Hier könnte ich hoch. Hey. Ich bin da hoch. Okay. Ist das jetzt hier ein Jump'n'Run geworden oder was? Okay, ist ja ein Jump'n'Run. Steht ja auch in der Videobeschreibung. Hä, wie komme ich denn da ran? Vielleicht jetzt noch gar nicht. Wer weiß. Hier hast du Dynamit. Keine Ahnung, was das bringen soll. Nein! Oh, ich bin so dumm. Da unten waren Pilze, auf die ich hätte draufspringen können. Autsch. Nein! Nein! Oh, Mann. Okay, hätte ich gewusst, dass das ein Jump'n'Run wäre. Hätte ich das gar nicht gespielt. Doch, hätte ich. Weil es cool ist. So, hier runterfallen lassen und ganz easy. 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 Okay. Die neue Technologie liegt vor uns. Es ist kein Problem mehr, sie zu erreichen. Und was ist es? Es ist Fallfänger. Was heißt? Erkunde die Tiefen, okay. Was heißt denn Fallfänger? Ich habe keine Ahnung. Kriegst du keinen Fallschaden mehr, oder wie? Geheimes Gebiet. Naja, so geheim war das jetzt nicht. Fallfänger. Ist einfach nur eine Sache, die Fallschaden vermindert, oder was ist das? Ich habe so keine Ahnung. Leute, ihr könnt es euch gerade nicht vorstellen. Wie wenig Ahnung ich habe. Ich habe überhaupt keinen Plan. Man kann hier übrigens hoch, ne? Wisst ihr? Mit dem Dampfsprung.
den ich schon fast wieder aus meiner Erinnerung gelöscht habe. Aber was ist denn jetzt der Pfeilfänger? Ist hier irgendwas Neues dazugekommen? Nee. Hier irgendwas? Nee. Hä? Was ist denn der Pfeilfänger? Rennen, Dampfsprung, angreifen, Waffe wechseln. Wechseln. Oh, ist das echt nur so ein Ding, was einem... was Fallschaden negiert? Oder kann ich jetzt... Nee, in der Luft kann ich immer noch nichts machen. Bin auch nicht irgendwie krasser geworden jetzt. Ich verstehe das nicht. Peter erklärt es mir. Was ist denn der Fallfänger? Ist das Cape hier neu? Nee, das Cape, was er oben hatte, das hatte er doch schon die ganze Zeit. Okay, wie habe ich jetzt das gemacht? Ich wusste gar nicht, dass man mit diesem Teil auch zuschießen kann. Also, na, wie heißt es? Schräg quasi. Ist er? Wie ich das meine? So, jetzt muss ich nur noch darauf achten, da hinten noch hinzukommen. Komm zu mir. Sehr gut. Okay. Ich weiß zwar immer noch nicht, was der Pfeilfinger ist. Aber egal. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Wahrscheinlich ist es einfach echt so ein Ding, was Fallschaden negiert. Ich meine, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, so gesehen. Komme ich da noch irgendwie hoch? Nee, okay. Dann nicht. Da ist aber noch was, wo ich ran möchte. Aber da komme ich nicht durch. Verdammte Axt. Ich glaube, wenn ich Leitern hätte, dann könnte ich da hinkommen. Könnte ich mich vielleicht hier hochbauen. Komm, gib mir Gas! Okay, ich komme da halt echt nicht hin. Aber vielleicht später komme ich da hin. Aber muss da auch noch irgendwo noch ein Schalter sein. Ah, guck mal hier. Da ist nämlich noch ein Schalter, den ich gar nicht gesehen habe. Ich kann übrigens mal auf die Faust wechseln zum einen und die verstehe ich nicht. Mega Faust. Hä? Ist das auch schon tot gewesen? Okay. Topase 150. Okay, das war's denn wohl hier. Okay, keine Ahnung, was das bringt. Ach so, das ist nur so eine... Oh, das ist ja nur so eine scheiß Lampe. Wow! Okay. Dann bin ich auch mal anständig weit hochgeflogen. Oh, das funktioniert ja auch alles. Warte mal, auf hier ständig zu explodieren. Das hier brauche ich nicht. Hier ist noch Erz. Das brauche ich. Danke. Und tschüss. Jetzt muss ich mir wieder hoch zu meinem Teleporter. Und mir einen neuen kaufen. Weil ich glaube, ich komme da in Zukunft nicht mehr raus. Generell sind diese Teleporter schon sehr praktisch. Vor allen Dingen, wenn man kein Wasser hat. So, gesaved. So. Immer noch dran? Natürlich bin ich immer noch dran. Vielleicht können mir die Typen was zu diesem Pfeilfinger sagen. Hey, hast du was zu sagen? Was darf es denn sein? Nee, hast du nicht. Gesundheit wäre fürs Erste ganz nett. Und ein Teleporter wäre auch nett. Hast du noch irgendwas? Die Platinpicke. Fuck, da bräuchte ich noch eine Kugel mehr. Sonst hast du auch nichts mehr. Das Wassersiegel wäre noch verlockend. Okay. Dann muss ich erstmal wieder runter. Der hat da auch nichts zu sagen. Dazu, zu dem Pfeilfinger. Naja, was soll's. Wir werden schon herausfinden, wofür das Teil da ist. Irgendwann. Erstmal müssen wir hier weiter runter. Ja.
vernichte einfach deinen eigenen Freund. Ist auf jeden Fall gut fürs Karma. Ja. Ach, fuck, ich habe immer noch kein Wasser, ne? Warum habe ich denn kein Wasser, ey? Da unten ist Wasser. Autsch. Warum ist denn da hinten was explodiert? Macht überhaupt keinen Sinn. Okay, hier ist Erz. Ohne Ende. Friss das! Okay, was? Ich bin mit einem Schlag weggehauen. Bam! Ouch! That hurt my feelings. That really hurt my feelings. Okay, vielleicht kann ich hier noch weiter hoch. Okay, erstmal scheint es zu gehen. Bam! Stirb! Siehste? Genau wie ich es vorausgesagt hatte. So, den muss ich mal aufpassen, dass ich den nicht unsinnig einsetze. Ich habe aber bisher keine weiteren kleinen Höhlen gefunden, wo man so Zeug abgrasen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen uncool. Aber hier komme ich anscheinend in eine unterirdische Stadt, so wie es aussieht. Okay. Ach, wahrscheinlich... Ach, ja, 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 ich weiß wieder, was Fivefinger ist. Fivefinger ist halt das, was ich halt schon gesagt habe. Ist halt so ein Teil, was Sturzschaden negiert. Und wenn wir das Teil nicht hätten, dann würden wir nicht ins nächste Gebiet kommen, was jetzt gleich kommt. Und vorher nehme ich aber das ganze Erz hier mit, bevor wir ins nächste Gebiet gehen. Denn das brauchen wir da. Also das brauchen wir eigentlich nicht, aber ich will es haben. Denn Erz ist immer gut. Denn wenn wir jetzt ohne den Fallfänger hier runterfallen würden, dann würden wir hundertprozentig, egal mit wie viel Leben, sterben. Aber durch den Fallfänger sieht die Sache schon ganz anders aus. Ist noch irgendwie Erz in der Wand versteckt? Ich glaube nicht. Nee, sieht schlecht aus. Okay, na dann, Geronimo! Ich meine, Geronimo! You see what I mean? Wenn wir nicht mit dem Fallfänger durchgedüsselt wären, dann hätte es gehießen. Adieu, schönes Leben. Adieu. So, wir sind jetzt wieder in einem ganz anderen Gebiet. Was dieses Gebiet ist, das werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Gibt übrigens auch keine Gelegenheit, sich da festzuhalten. Also, falls ihr das gedacht habt, dass man das eventuell da machen könnte. Das geht auch nicht. Und hier durch dieses Eisen können wir uns nicht durchgraben übrigens. Das dürfte klar sein. Das werden wir, glaube ich, auch nicht im Spiel machen können. Also selbst mit irgendwelchen Haken-Upgrades. Also selbst unser Bohrer ist dafür nicht gemacht, um uns hier durch dieses Eisen zu graben. Dafür gibt es hier einzelne Steine, die uns leiten sollen. Und blaue Kugeln. Sehr gut. 7 an der Zahl. Und ja, ich werde mal gucken, ob es hier einen Teleporter nach draußen gibt. Das wäre ja mal angenehm.